Ja, hallo. Wir sind heute in Südamerika am Rio Atabapo. Und das ist einer der vielen Schwarzwasserflüsse in Südamerika. Und ich möchte das Thema Schwarzwasser heute mal so ein ganz klein bisschen zeigen. Wir haben hier also dieses berühmte Schwarzwasser. Warum Schwarzwasser? Es kommt aus dem Tiefland, im Gegensatz zum Weißwasser, was häufig aus den Gebirgen kommt und deswegen Mineralien mitbringt. Schwarzwasser, Tiefland, viele Huminstoffe. Und wenn wir hier einfach mal so eine Wasserprobe nehmen, dann kann man gleich sehen, dass dieses Wasser, vielleicht vom T-Shirt, dass das eine relativ starke Färbung hat. Das heißt, so stark ist die Färbung eigentlich gar nicht. Das wirkt nur mit zunehmender Tiefe, Sichtweite, sehr, sehr braun, kaffeefarben. Wenn man jetzt so durch eine geringe Sichttiefe hat, nur ein paar Zentimeter, dann wirkt das nur so ein bisschen teefarben. Ausgelöst durch die Huminstoffe. Diese Huminstoffe spielen aber eine ganz, ganz große Rolle in der Aquaristik. Sie sind Nährstoffüberträger für die Wasserpflanzen, die durch die Huminstoffe zum Beispiel Mineralien wie Eisen erst richtig in die Blätter aufnehmen können. Und für die Fische spielen sie eine große Rolle, denn wir haben ja zum Beispiel in Deutschland, in Mitteleuropa, ein Leitungswasser, was nun wirklich nicht diesem Wasser hier entspricht. Aber man kann aus unserem Leitungswasser solches tropische Wasser machen, indem man Huminstoffe zugibt. Und bei JBL haben wir ein Produkt gemacht, das heißt Tropol. Und mit diesem Tropol kann man ein solches Wasser, kann man unserem Leitungswasser Huminstoffe zusetzen. Der große Vorteil davon ist, dass Fische viel eher ableichen, dass die sich wohler fühlen, was ja irgendwie logisch ist. Denn die Tiere kommen ja aus solchen Regionen mit Schwarzwasser, mit diesen Huminstoffen, an die sie sich adaptiert haben. Und dann kommen sie in unser klares Leitungswasser. Und durch so etwas kann man das machen. Jetzt aber keine Angst. Die meisten meinen, wenn sie ihr Aquarienwasser richtig klar haben und sie machen da Tropol rein, dass das dann hinterher total kaffeefarben aussieht. Das stimmt nicht. Das ist wesentlich weniger als das, was wir hier sehen. Es ist minimal mit der richtigen Dosierung. Man sollte schon wissen, wie viel Liter das Aquarium hat und wie viel man dann davon braucht. Aber nur konzentriert sieht das sehr braun aus. Wenn wir es ins Aquarium geben, sieht man davon kaum noch etwas. Ein ganz leichter Stich ist da. Aber die Huminstoffe sind da. Die Fische zeigen tollere Farben, die Pflanzen wachsen super und es hilft sogar vorbeugend gegen Algen. Das ist phänomenal, weil durch diese ganz leichte Einfärbung des Wassers können die Algen nicht so gut wachsen, weil einige Spektralbereiche aus dem Licht rausgenommen werden und die Algen können nicht wachsen, die Pflanzen aber sehr wohl. Übrigens senkt es nicht den pH-Wert. Das glauben immer ganz viele, aber das stimmt nicht. Der pH-Wert ist zwar hier im Wasser zwischen 5 und 6, aber wenn man das als Konzentrat herstellt, wird es nicht eine konzentrierte Säure sein, die dann entsprechend den pH-Wert senkt. Also, wenn Sie Ihren Pflanzen und vor allen Dingen Ihren Fischen was Gutes tun wollen, dann nehmen Sie mal so ein Tropol, so ein Schwarzwasserextrakt. Das Wasser bleibt kristallklar, kriegt nur einen ganz, ganz leichten Stich und Sie werden sehen, was das alles für Vorteile hat.